Das Auto hat 6 Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang. Wenn du schalten möchtest, Kupplung ganz durchdrücken, Hand locker oben drauf, links vorne ist der erste Gang. Wenn du den zweiten Gang schalten möchtest, ziehst du den Schalthebel ganz locker nach links und dann in den zweiten Gang. Dritter Gang, zuerst in den Leerlauf und dann weiter nach vorne. Vierter Gang, wieder in den Leerlauf und locker nach hinten ziehen. Fünfter Gang, in den Leerlauf, dann leicht nach rechts drücken gegen diese Feder und dann nach vorne. Sechster Gang, leicht nach links drücken und nach hinten. Und umgekehrt funktioniert das genauso. Rechts vorne, da ist der fünfte Gang. Leerlauf, vierter Gang. Leerlauf, dritter Gang. Leerlauf, links hinten, da ist der zweite Gang. Und links vorne ist der erste Gang. Wenn du in den Rückwärtsgang möchtest, schalte erst in den Leerlauf. Runterdrücken. Links vorne, da ist der erste Gang. Und wenn du wieder in den Leerlauf möchtest, einfach nach hinten ziehen, kurz Hand loslassen, beziehungsweise locker lassen, und dann kannst du wieder links vorne in den ersten Gang gelangen.